Moin Leute, heute stelle ich mal wieder ein Messer vor. Und zwar ist es diesmal ein Neck Knife. Und zwar dieses hier. Und wen das interessiert, dranbleiben und viel Spaß mit dem Video nach dem Intro. Ja, moin Leute, heute stelle ich ein Messer der Firma Toknife vor. Und zwar ist das dieses hier. Das ist ein sogenanntes Neck Knife. Sieht man hier auch, hier ist die Kydex Scheide und da ist auch hier so eine, ja, so eine Kugelkette bei. Ne? Ja, das Messer ist dies hier. Hat eine Gesamtlänge von etwas weniger wie 12 cm. Ja, soll aber 11,9 cm sein. Ich finde, das sieht noch kleiner aus. Die Klinge ist 4,3 cm lang und besteht aus 7 Chrom, 17 Molybden Vanadiumstahl. Der Griff ist aus G10. Das ist ein Kunststoff, der sehr wärmebeständig ist und sehr haltbar, also sehr widerstandsfähig. Ja, zwei Ösen drin und ja, sehr klein das Messer, ne? Also wirklich klein. Das kann man eigentlich fast komplett in der Faust verschwinden lassen. Ja. Und wie gesagt, wollen wir sehen, ob man damit so ein bisschen schnitzen kann. Mal gucken. Ich werde das hier jetzt mal kurz so ein bisschen in Ruhe mal zeigen. Ne? Achso, ist ein Full-Tang-Messer, ne? Wie man hier sieht. Also komplett durchgehend die Klinge. Und hat hier oben, das sieht man glaube ich auch ganz gut, hat hier oben ja, so eine Riffelung, damit man mit dem Daumen nicht abrutscht beim Schnitzen. Ne? Also so wirklich ganz gut. Ich werde mit dem Messer natürlich nicht batonieren und auch nicht hacken. Ne? Macht keinen Sinn. Aber was ich machen werde, ist zumindest mal ein bisschen versuchen zu schnitzen, was damit geht und ob man damit den Feuerstahl bedienen kann. Achso. Einmal noch, damit man es mal sehen kann. So sieht es aus, wenn es drin ist. Und da wackelt nichts, da klackert nichts. Das Ding sitzt bombenfest drin. Achso, hier sieht man auch den Namen nochmal. Ne? Toknife. Gut. Ja, ich denke mal, das ist ein Messer, was man auch so mal gut mitnehmen kann. So, ich nehme hier mal, hier ist nämlich so ein Stück Holz. Jetzt wollen wir mal gucken, inwieweit man mit dem Messer überhaupt irgendwas schnitzen kann. Also, ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt auch noch keinen Schärfetest gemacht. Oh ja, gucken wir mal, was da geht. Hier nochmal. Alter Schwede. Also, oh, gut. Ne? Kann ich das mal angucken? Nö. Das also, hätte ich nicht gedacht, aber. Naja, gut.
Man darf sich nicht zu viel vornehmen, aber ansonsten geht das eigentlich ganz gut. Das funktioniert schon mal. Ja. So, funktioniert. Das ist auch der günstige. So, und dann gucken wir mal hier. Nicht schlecht. Nee, also ich muss ganz klar sagen, das funktioniert doch recht gut. Ne? Da kann man sich nicht beschweren. Auch das Schnitzen, jetzt so von dem, was ich da jetzt eben an ja relativ abgelagerten Holz und relativ hart, also das hat gut funktioniert. Ich werde gleich nochmal ein Stück frischeres Holz nehmen. So, jetzt wollen wir noch einmal kurz gucken, ob man damit auch so ein bisschen schnitzen kann. Und also man kann es doch wesentlich, pack mal die Leine ein bisschen weg, so, ne? Also ja, doch, ja, nö, da kann man mitschnitzen. Ja, das geht. Doch. Absolut. Scharf genug. Und ich dachte eigentlich erst, dass der Griff zu klein wäre. Aber es lässt sich doch besser greifen, wie ich dachte. Kann man erstmal nicht zu sagen. Richtig gut. Das Messer kann man gut gebrauchen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir versuchen das doch mal. Geh mal. So. Funktioniert tatsächlich besser, wie ich dachte. So, dann schauen wir doch mal, ob sich da was getan hat. Wobei ich glaube, dass die Klinge da, die so kurz ist, und dafür sogar relativ dick. Ne, man kann ja mal hier, ich halte das mal von dunklen Hintergrund. Ne, das ist absolut gerade geblieben. Wunderbar. Wie gesagt, hier das Dunkle ist noch ein bisschen vom Feuerstahl. Und wie auch nicht gedacht, man kann es sogar relativ gut, ja, oder man kann damit relativ gut in den Baum reinstechen. Nö. So, wollen wir mal gucken, wie scharf das Messer ist. Super, sehr scharf, sehr scharf. So, jetzt noch mal ein paar Fakten und dann das Fazit. Also, das Messer ist von der Firma Tonknife. Insgesamt ist es 11,9 cm lang, hat eine Klinge, die 4,3 cm lang ist. Die Klinge ist aus
7 Chrom 17 Molybden Vanadiumstahl. Also ja, rostbeständiger Stahl halt. Hat einen G10 Griff. Und ja, hat mich gekostet, ich meine 20 Euro, 1999. Ich blende das aber wieder ein. Ja, bisher hat es mich doch positiv überzeugt, das Messer. Obwohl er das halt nur ein Neckknife ist, ne, ist diese Kydex-Scheide, hält das Messer wirklich richtig gut fest. Die Kette, einige tauschen sie gegen ein Band. Also ich werde es, glaube ich, so lassen. Außer man würde sie jetzt, würde das vielleicht im Sommer tragen, wenn es einem vielleicht unangenehm ist, dann kann man da ein Band dran machen. Also ich werde es so lassen. Schnitzen, sehr gut. Hacken geht natürlich nicht. Ich habe dann auch die Spitze mal getestet, also mal reingestochen und verbogen. Da passt hier gar nichts. Das ist wirklich sehr gut. Der Griff ist doch besser, wie ich dachte. Also lässt sich gut greifen. Und die Länge der Klinge langt, um, wie gesagt, um auch so ein bisschen was zu schnitzen. Das geht schon. Den Feuerstahl kann man damit bedienen. Das fand ich auch sehr überraschend, dass das so richtig gut sogar geht. Ja, also kann ich eigentlich nur sagen, echt nicht schlecht. Ich finde den Preis, also 20 Euro, ich meine, für, wie gesagt, für 15, 16 Euro kriegt man einen Mora Robust. Ne? Und das ist schon wirklich ein sehr gutes Messer. Da finde ich 20 Euro für so ein kleines Messer, ja, weiß ich nicht. Finde ich schon nicht so ganz günstig. Also ich sag mal so, gutes Messer zu einem Preis, der, ja, der passt, sag ich mal. Wie gesagt, die meisten anderen Neckknives sind noch teurer und günstigere. Ja, gibt es vielleicht auch, müssen wir mal gucken. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.